Frau Kate Wolke, finden hier, was Sie suchen. Frau Kate Wolke. Kate Wolke? Nein, Frau Kate Wolke. Duck, duck. Leute nicht mehr mögen, Jukol. Düster. Eddie. Ah, Frau Kate Walker. Du hast gute Neuigkeiten? Ehrlich gesagt nichts Besonderes. Kirk, ihr junger Führer ist in den Händen von Olga Jefimova. Diese Frau hat den Leiter der Klinik, den armen Dr. Samyatin, unter ihrer Fuchtel. Sie scheint auch mit einem dubiosen Soldaten unter einer Decke zu stecken. Diese Leute hassen sie, Ayahuasca. Sie können ihre Art zu leben nicht ertragen. Sie haben das Wasser für eure Strauße vergiftet. Außerdem glaube ich, dass sie Kirks Prothese zurückhalten, um ihn in der Klinik festzuhalten und sie daran zu hindern, weiterzuziehen. Leute mögen Jukol nicht mehr. Jukol veraltet. Tuk tuk sniff. Wenn Jukol ohne Führer nicht weitergehen auf große Reise, nach Norden zurückgehen und nie wieder dort weggehen und dann Strauße sterben. Immer langsam. So weit sind wir noch nicht. Ich habe Kirk versprochen, nach Weisenburg zu gehen und ihm sein mechanisches Bein zu bringen. Tuck, magisches Bein, nicht einziges Problem für Jukol. Was ist das andere Problem? Ah ja, Waschka sieht böse Geister überall auf dem Weg für Jukol. Jetzt viele böse Geister auf See und auch danach. Paranur, sehr gefährlich. Pech, überall. Ayahuasca, große Angst. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den See zu überqueren, ohne dass er gefriert. Ich werde es herausfinden, wenn ich in Weisenbohr bin. Warum, Frau Kate Walker, tun alles das für uns? Ist ja auch neugierig. Ihr werdet wie Aussätzige behandelt. Ich finde es abstoßend, wie man hier mit euch umgeht. Tuck! Frau Kate Walker und Jukol sind Freunde. Also, Frau Kate Walker, begleiten Jukol auf große Reise? Mal sehen. Erst muss ich nach Weisenbohr. Aber wie Sie scheine ich eine Gefangene hier im Lager zu sein. Jukol haben kein Recht mehr, nach Walsenbohr zu gehen. Frau Kate Walker wie wir. Sie muss Pass finden, um Lager zu verlassen. Ha. Wo finde ich so einen Pass, mit dem ich das Lager verlassen darf? Früher konnten Jukol Maschine in Hütte am Lagerausgang benutzen. Aber Behörden machten sie kaputt, darum jetzt nicht benutzen können. Frau Kate Walker sollte Tori-Kunden aus Walsenbohr fragen. Es ist seltsam, warum der See nicht zufriert. Das liegt sicher an der Erderwärmung. Böse Geister am Grund des Sees wärmen Wasser. Bös üble Geister. Überall jetzt. Ich habe gehört, was Ihr Stamm alles für mich getan hat, als Sie mich fanden. Ich danke Ihnen von Herzen. Frau Kate Walker geheilt. Das ist, was zählt. Aufgabe von Ayahuasca. Ich werde versuchen, so einen Pass zu finden. Frau Kate Walker, beeilen! So. Haben wir da? Ein Tierfell. Wahrscheinlich zum Anfertigen von Kleidung. Der Aberglaube scheint hier recht tief zu sitzen. Ein Pass? Dafür müssen Sie ins Rathaus, junge Dame. Da wollte ich ja. Was für eine seltsame Skulptur. Sieht aus wie eine Art Oktopus oder Tintenfisch. Ja, so wie beim Dings, beim Tor. Es juckt mich das Ohr beim Tor.
Ihnen meinen Pass geben. Sonst noch etwas. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Wie komme ich denn da wieder? Warte mal. Die Handwerker der Yukol fertigen diese Statuetten wohl dutzendweise an. Ich kann diese Jote betreten. Hätte ich nur Zeit, ein bisschen einzukaufen. Wohl gemütlich. Da muss man wieder durchschauen. Mach. Was für ein hübsches Muster. Okay, es gibt hier nichts anderes bis auf das. Verdammt. Fertig. Was ist das jetzt? Spargel? Kerzen? Schaut aus wie Spargel. Und sind Kerzen. Okay. Was ist? Du siehst nichts mehr. Das war schon wie Munition. Nein. Hätte es genauso sein können. Kerzen. Oder Spargel. Tut mir leid, ich kann Ihnen meinen Pass nicht geben. Sonst säße ich hier ja fest, nicht? Weitergehen. Die Schmiede ist beeindruckend. Früher Yukol konnten in Hütte stempeln. Dann hey, Stadt besuchen. Sie haben keinen Pass. Wie sind Sie dann hier reingekommen? Irgendwie komme ich nicht mehr raus aus der Hütte. Da? Mal. Na. Weitergehen. Genau. Von die Viecher. Da. Schwer, sich nicht einschüchtern zu lassen. So, jetzt wird wahrscheinlich die Grafik wieder komisch sein, also nicht wundern. Tuk tuk Zucker! Bayertla, Frau Kate Walker. Konok Mak. Frau Kate Walker, okay? Das ist also der berühmte See, der nicht mehr zufriert. Eine Maultrommel. Mal da hinten. Haben wir schon gesehen, ne? Die Klinik. Hoffentlich geht es Kirk da oben gut. Ein Kontrollpunkt. Sicher für die städtischen Angestellten. Bayertla, Frau Kate Walker.
Mir Lehrer. Frage Dwuka. Halt! Sie dürfen hier nicht durch! Sonst was. Und warum nicht bitte? Meine Dame, da das unangemessene Herumlungern der Yukol-Nomaden in der Stadt sich als Element mit belästigendem Einfluss auf die Ungestörtheit der Bewohner erwies, hat Bürgermeister Buljakin angeordnet, dass der Zugang zu Walsimbor von nun an auf diejenigen beschränkt sein soll, die einen ordnungsgemäß gestempelten Pass vorweisen können. Hast du einen Pass? Ja? Nein? Dann sehen nicht. Sie mich Tschüss. An. Sehe ich für Sie wirklich wie ein Yukol aus? Junge Dame, Ihre Physiognomie reicht nicht aus. Nur die Vorlage des besagten städtischen Passes wird akzeptiert. Aber... Ohne einen Pass dürfen Sie nicht passieren. Wir haben irgendwie keinen Pass. Wir haben aber... eine Kette. Nein, Pass musst du besorgen. Wenn ich eine Karte anzünden will, rufe ich sie. Okay, wir haben keinen Pass. Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Unterlassen Sie diese Diskussion. Gehen Sie weiter. Schluch. Kommunist. Wir werden schon Pass kriegen. Syberia. Nichts Nützliches hier. Da war was. Kannst vielleicht selber machen. Ein Stempel. Unvollständig. Es scheint etwas zu fehlen. Was fehlt? So, da können wir auf jeden Fall drauf wupsen. Ein alter Schwamm, völlig vertrocknet. Tinte. So. Warte, darüber. Aber das muss nachher einen Stempel halten, wahrscheinlich. Mhm. Okay, da können wir wahrscheinlich nicht viel jetzt zur Zeit machen. Ich glaube, wir sollten mal speichern. Ja, das wäre vielleicht mal eine Idee. Es gibt nur Laden. Gibt gar nicht. Dann soll es so sein. Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der Richtige. Wenn ich die Lebensbedingungen hier sehe, verstehe ich, warum der Polizist so nett ist. Und alles Kerze und Schwamm. Poppen, poppen. Strauße brauchen viel Pflege. Viel, viel. So nett wie der aussieht, bezweifle ich, dass ich mich mit ihm einigen werde. Ups. Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Unterlassen Sie diese Diskussion. Gehen Sie weiter. Ein Kontrollpunkt. Sicher für die städtischen Angestellten. Tinte. Tinte. Wir müssen irgendwas Tinte-ähnliches finden.
Zapfenfisch vielleicht. Das wäre sogar logisch. Wie ein Symbol, was denn? Tintenfisch? Tintenfisch-Tinte. Du! Ma, ich mag so ein Viech haben. Und dann haust drauf. Du magst. Drin schlafen. Schau, wie gemütlich das ist. Da gibt's nichts mehr. Wie sie mal hängen muss. Keinesfalls gebe ich Ihnen meinen Pass. Geschieht Ihnen nur recht, wenn Sie sich hier so reinschleichen. Ja, bla bla. Was für ein komischer Geruch. Aber Ayahuascas Eule. Sie wirkt so kontrolliert wie immer. Ayahuasca, die Schamanin der Yukol. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie noch mal wiedersehe, nachdem sie mir half, Hans zu retten. Frau Kate Walker gehen auf große Reise mit Yukol. Der Aberglaube scheint hier recht tief zu sitzen. Fisch. Hallo. Konokmak. Frau Kate Walker. Mag andenken? Also... diese Skulptur dort. Kailak, der große Geist. Sehr böse, Frau Kate Walker. Monster von Wasser in großem See. Oh, ich verstehe. Das stellt eine örtliche Legende dar. Nicht Legende, Frau Kate Walker. Kailak sehr groß, sehr böse, lebt an Grund von See. Wenn es das Monster wirklich gäbe... hätte es eure Strauße angegriffen bei dem Versuch, den See zu überqueren und weiterzureisen, oder nicht? Yukol immer überqueren am Tag. Kailak mag nicht Licht. Und immer, wenn See gefroren, Kailak nicht kann durch Eis, um Strauße zu essen. Aber jetzt See immer noch gefroren und Strauße ungeduldig. Nicht gut, nicht gut. Es macht Ihnen wirklich Sorgen, dass Kirk so lange fort ist, oder? Kirk, heiliger Führer. Kein Führer, keine große Reise. Frau Ketowok hat Nachricht von Kirk? Seine Therapie schwächt ihn wirklich, aber als ich wegging, ging es ihm gut. Kirk kommt zurück sehr bald. Oder nicht gut, nicht gut. Und, wie läuft das Geschäft? Tok, tok. Keine Touri-Kunden mehr hier. Keiner mehr mögen Yukol in Valsembor. Nicht gut Geschäft. Warum mögen sie euch hier nicht mehr? Yukol sitzen zu lange in Valsembor fest. Nicht gut. Müssen schnell weg. Einer von euch hat einen Schlüssel repariert, sodass ich aus der Klinik entkommen konnte. Waren Sie das? Nein. Schmied. Da drüben. Wiedersehen. Und danke für die Informationen. Okay, Frokidwalke. Bye, bye, Okay, bye bye. Doch, Strassi. Ah, Schmidt.
früher Jukol konnten in Hütte stempeln. Dann hey, Stadt besuchen. Aha. Da mit dem red. Genau, das haben wir schon gesagt. Weiter, weiter, weiter. Mein Herr, entschuldigen Sie. Guten Tag. Sie sind nicht von hier, oder? Sie sprechen mit Akzent. Aber was um alles in der Welt tut eine junge Amerikanerin in unserem schönen Land? Sind Sie geschäftlich hier oder als Touristin? Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Verstehe. Auf jeden Fall müssen Sie unsere Stadt besuchen. Wissen Sie, Weißenburg ist zu dieser Jahreszeit ausgesprochen reizend. Und wenn Sie schon hier sind, schauen Sie doch in unserem Gasthaus vorbei. Es ist das beste Lokal in der Stadt. Würde ich gerne, aber ich komme nicht raus. Nichts lieber als das, aber leider habe ich erfahren, dass ich jetzt einen Pass brauche, um Weißenburg zu betreten. Ich suche jemanden, der mir hilft, einen zu bekommen. Ah ja, das stimmt. Das ist allerdings sehr lästig. Ich kann da vielleicht etwas für Sie tun. Aha, kann er das? Das ist der Pass meiner Frau. Es geht ihr nicht gut, darum ist sie nicht mitgekommen. Das Dokument ist noch gültig, nur hat sie vergessen, es im Rathaus abstempeln zu lassen. Und ist das ein Problem? Ich fürchte, ohne den Stempel ist das Dokument wertlos. Früher musste man es nur an der Polizeikontrollstelle dort drüben am Tor des Lagers abstempeln lassen. Aber die ist nicht mehr in Benutzung, seit die Stadt die Rechte der Yukoi so stark eingeschränkt hat. Also ist der Pass nutzlos? Nicht zwingend. Sie müssen nur einen Stempel finden, der aussieht wie das Siegel von Weißenburg. Die Polizei schaut oft nicht so genau hin. Wie auch immer, ich habe kein Wort gesagt. Viel Glück und vergessen Sie nicht, in meinem Gasthaus vorbeizuschauen, wenn Sie in Weißenburg sind.